Ein Untoter geht um im Städtischen Museum und er hat sein Orchester mitgebracht. Also ich denke sehr viel mehr über den Film als über die Musik nach. Und bei Nosferatu ist es zum Beispiel jetzt auch eine sehr besondere Musik, weil es eine also wie gesagt, für die Film, über den Film klar zu werden, das kann auch Monate dauern. Und wenn ich, weil, das ist wie mit einem Freund, ja? Wenn ich jemanden gut kenne, dann überlege ich mir noch nicht Wort für Wort, was ich dem sage. Ich bespreche mit ihm einfach so. Die Arbeit ist, den kennenzulernen. So, und so ist beim Film auch. Ich brauche sehr lange oder ich investiere sehr viel Energie darin, den Film kennenzulernen. Und dann bin ich mit dem zusammen, mit meiner Musik sozusagen, ja. Also die Idee, dass es eine feste Musik zum Film gibt, die gab es in der Stummfilmzeit nicht. Und das hat auch seinen Sinn, weil mit einer anderen Musik ein anderer Film entsteht. Bei Nosferatu ist mir diese mystische Stimmung wichtig, wichtiger als die Horrorstimmung. Ja, weil ich finde, dass es gar nicht so ein Horrorfilm ist. Das, andere Leute sehen das anders, auch das Publikum ist nachher, oh, war das grauenhaft. Ja, ich finde, es ist gar nicht so grauenhaft und deshalb versuche ich auch nicht, das zu pushen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, einmal bei Frau Dr. Cecilie Holberg, dass wir an diesem wunderschönen Städtischen Museum zu Gast sein dürfen, und bei dem Staatstheater, beim Staatsorchester Braunschweig für die wunderbare Kooperation und stellvertretend beim Generalintendanten Joachim Clement und bei Martin Weller. Vielen Dank, Martin, für die gute Zusammenarbeit. Und diese Veranstaltung wäre nicht zustande gekommen, ohne natürlich auch finanzielle Unterstützung. Da habe ich zwei Stiftungen zu danken. Einmal der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und zum anderen der Stiftung Braunschweiger Land, die dieses Filmkonzert willig mit einem beträchtlichen Betrag gesponsert hat. Und weil Dr. Gulich heute Abend als Vertreter der Stiftung nicht anwesend sein kann, hat er uns einen kleinen Einspieler vorbereitet bei der Filmfesteröffnung. Guten Abend, liebe Freunde des Films und der Musik. Mein Name ist Joachim Gulich von der Stiftung Braunschweiger Land und wir freuen uns, dass wir nachhaltig dazu beitragen konnten, Ihnen dieses Ereignis, was Sie hier heute Abend erleben können, präsentieren zu können, und zwar die Originalfassung von Nosferatu. Ja, Mono ist auch dabei, klar, Nosferatu ist dabei. Also klar, ganz großes Kino. Klar, das ist so eines der Highlights, mehr oder weniger. Jetzt komme ich wieder ins Schwärmen. Ne? Das muss eines der Highlights sein, aber letzten Endes, also es kommen da ganz viele Leute auch wieder ins Kino, die wahrscheinlich jahrelang nicht im Kino waren. Und wenn die den Namen Murnau lesen und Klavierbegleitung, dann gehen die da rein und holen sich eine Karte. Bin ich mir vollkommen sicher. Stay where you are. Don't take your breath. I suppose it's melting and cars are dancing. I'm Josef Laska. I'm 19 years old, student of acting on the Prague Conservatory. Difficult, bro? Yeah. Že je to český film z takového. That's what I mean. Yes. Also ich bin hier mit einem tschechischen Film des Namens Blütenknospen. Und der wurde im Stil des britischen sozialdramatischen schwarzen Humors gedreht. Jsem opravdu příjemně překvapený. Všichni jsou tady hrozně milí, je to tady strašně příjemný. Já bych řekl, že jako na atmosféru je to možná o něco lepší než Karlovarský festival. Also ich muss zugeben, ich bin sehr angenehm überrascht. Die Atmosphäre ist super angenehm. Es sind die Menschen, die die Atmosphäre so angenehm machen. Die Mitarbeiter beim Filmfest sind sehr zugänglich. Schon bei meiner Ankunft hier hatte ich das Gefühl, dass halt jeder so sehr, sehr nett ist. Protože 9. už bohužel musím zase jít pryč. Ich muss mir das Programm noch ganz genau angucken, was es hier alles zu sehen gibt. Ich würde ganz gerne noch
andere Sachen besuchen, vielleicht ein Konzert habe ich da gesehen und Braunschweig richtig genießen. Okay, na gut. Great. Ja, eingespielt vom Staatsorchester Braunschweig. So, dann wollte ich Ihnen noch mitgeben ein paar Gedanken über die Musik, weil ich finde, dass es fair ist. Das habe ich noch nie gemacht, aber bevor ich das tue, werde ich Sie nochmal für Facebook fotografieren. So. Und am besten ist das Modul G, das will ich Ihnen kurz vorstellen. Das Modul G ist, jeder singe einen Ton, von dem er meint, dass er zur Harmonie passt. So. Sie werden das sehen, ob das klappt oder nicht. Den Gedanke bringe ich aber noch, weil ich habe das Mikrofon und Sie haben es nicht.